Und willkommen zu Litchi Pokémon Diamant Part 58. Wir setzen unser Gemetzel fort und schneiden uns jetzt auch durch den nächsten Raum. Was zur Hölle? Moment, jetzt überlegen. Nicht da lang? Ja, okay, da oben lang. Schick dich doch alle. Oh, hi Typ! Na, wie geht's? Lass mich sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Sehr gut, Cheats! Du nicht hast. Oh, er sieht auch schön im Boden. Okay, mitunter möchte das doch wohl jeder mal. Und die können das einfach. Wie ungerecht. Los, Napoleon, reiß den Kopf ab! Okay, ist bereit. Reiß mit Schnabel aus. Könnte er, glaube ich, nochmal bedrohen. Wasserdüsen! So ein richtiger Schnee, okay. Stirb! Dankeschön! Und ein... Ach, ein Hypotheres. Wer hatte noch nicht im Gemetzel teilgenommen? Hat noch alle schon mal. Ach, da kann der Kleine noch ein bisschen töten. Ist doch gut für die Erziehung. Eine gesunde Kindheit. Hi, Großmaul. Na, deswegen hasse ich die Viecher. Jo. Jetzt bist du kaskadet. Oh, hey, du Trainer, steck mal die Hand in den Mund. Wenn du dann zuschnappst, das wird doch lustig. Die Hand abbeißen. Sollte man mal ausprobieren. Und mit deiner Hand. Und Level up! Yay. Brillant! Ja, whatever you say. So. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ist überhaupt richtig? Es sieht schon mal richtig aus und ich glaube, ich bin hier falsch oder ich habe keine Ahnung. Doch, ich bin richtig, oder? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich glaube schon. Tue ich aber nicht. Haha. Nee. Hi, Typ! Na, wie geht's? Schieß auch so rum. Mein Pokémon kann Karate. Ich meine, es ist wirklich stark. Das sagen sie alle. Gegen Cheats kommt ihr nicht an. Ah ja, nein, das ist gut. Werde ich jetzt eine Unterhaltung in meiner Klasse, wie die Viecher in weiblich aussehen. So, dann wird uns mal geborschnabelt. Und dann können wir dieses Drecksloch verlassen. Nein, nein, nein. Was kommt da noch, oder? Ich hab keine Ahnung. Spieler besiegt! Ich habe einen würdigen Gegner gefunden. Und es geht weiter rein. Oh, hier ist Wasser. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich werde es mal ein schlechtes Zeichen. Oder nee, Moment. Bin ich auf dem Weg? Ich habe keine Ahnung. Oh, da geht's nicht weiter. Moin! Na, wie geht's? Ich kann die Vergangenheit sehen! Ja, das finde ich jetzt auch so viel. Was die wohl die ganze Zeit machen, muss ich die Zeit zu vertreiben? Oh, ein Klinken. Schau, dann wirst du noch nicht dagegen, bis die Glocke rausfliegt. Ah, hier sogar die Tatband-Ding, aber für. Können wir gleich mal anfangen. Oder wir schneiden die Glocke raus. Finde ich auch toll. Nein, nein, nicht. Oh yeah, es fängt wieder an zu regnen. Hat das ja auch noch nicht in den letzten paar Wochen ungefähr. Die ganze Zeit. Oh, ein Pille. Na gut, den Tag war es grünen Teil, aber dann war es die ganze Nacht geregnet. So, und dann wird der Arm aufgeschlitzt. Wenigstens kann mir jetzt nicht der Empfang abschmieren. Scheiße, ich wollte nachher noch fernsehen. Das ist blöd. Cool, Level up. In deiner Vergangenheit gibt es so viel zu sehen. Guckst du mal woanders hin? Oh, fast mal guckst. So, ja, ich will surfen. So, da lang oder hier lang. Oder? Das sieht doch mal gut aus. Nee. Das soll aber weiter wirken. Ich befehle es. Nein, 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 nein. Ja, genau, Doppelschutz. Perfekt. So. Los, Manavi!
Und da gehst du zu einem Item, oder? Mach was halt. Yay, durch die Wand! Glitch, Action. Hä? Ja, genau. Meins! Hätte ich doch nie gebrauchen, aber trotzdem. Das ist gerade, das ist eine Attacke, also es ist toll. Und wieder hoch. Mal gucken, was es denn noch gibt. Hallo Typ. Na, wie geht's? Ich mache aus einem bereits starken Pokémon ein noch stärkeres. Dafür brauche ich deine Hilfe. Nee, dir helfe ich nicht. So ja schon mal nicht. Ach nein, Pokémon ist gut. Oh, ein Knacks. Wie niedlich. Ja, so. Süß. Schüttel dir nochmal die Hand. Ende bestimmt nicht blutig. So. Im Moment, was ist? Scheiße, nein. Ach, was war's. Bye, bye. Level up. Na. Ich hatte nicht die geringste Chance. Nope, hattest du nicht. So, und weiter hierhin. Ich will wissen, was hinten ist. Was soll ich, eine Sackgasse? Das wäre so typisch. Oh, hier geht's hoch. Komischer Typ. Ich weiß nicht, wann ich jetzt wieder zurück oder. Oh, Item! Aha, sieht interessant aus. Ich glaube, ich renne wirklich ein bisschen zurück. Ach, was soll's. Hui! Da kann man noch nicht hin, oder? Lass mich dich mal ansehen. Du siehst scheiße aus, oder? Du wirst noch stärker werden. Du wirst vielen Pokémon begegnen. Daran solltest du stets denken. Die Welt wird für dich immer größer und aufregender. Ja. Steh da einfach weiter rum. Ich werde dich dann weiter ignorieren. So, jetzt mal zurück. Denke ich mal. No idea where I am and what I'm doing. At who I am here. Das weiß ich noch. Noch. So, und dann wieder hier zurück, glaube ich mal. Ich glaube, ich nähere mich dem Ziel. Ich hoffe es jedenfalls. Ich entschied, dass der Dauerschutz aktiviert ist. Das wäre sehr hilfreich. Achso, mal Pokémon fangen wieder an. Dass ich mit dir aktivieren kann, ist immer noch am Arsch. Durch die Wand! Und noch weiter hinaus! In die Wand und noch viel weiter! Ein rennender Typ! Moin! Siegestraße! Es scheint, als wäre ich am Ziel meiner Reise angekommen. Aber vor der Niederschrift des letzten Kapitels muss ich dich jetzt besiegen. Dann wird es Niederschrift etwas dauern. Ist mir nicht Pokoliga das Ziel? Nicht die. Ach, was ist es? Los, Pulli, pack es am Bart und schleudere es gegen die Wand! Und gegen den Trainer. Ich möchte nicht, wie alles immer gegen die Trainer schleudern. Oder die Trainer selbst. Wieder gegen die Wand. Oder ins Wasser. Den Wasserfall runter! Und dann gegen die Wand! Ja, dass der so auf der Wasserwand nicht abprallt wie so ein Schirm, dann gegen die Wand. Und wo ich werfen könnte? Oh, Level up! So hatte ich mir das letzte Kapitel nicht vorgestellt. Schlecht. So. Oh, noch mehr Wasser. Wer hat's gedacht? Toll, ich bin einmal im Kreis. Klasse. Hätte ich mir irgendwie denken können. Das sieht doch mal gut aus. Oh, zwei. Oh, eine Perle. Oh, toll, eine Perle. Okay, ich kann sie verscherbeln. Was soll ich davon kaufen? Hallo. Ein Astoppel. Wir werden dich überwältigen. Wir bilden ein Team, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Was willst du dem entgegensetzen? Keine Ahnung. Cheat? Oder ein Schlag in eure Gesichter. Ja, ich würde das für dich machen. Oh, hi, Garados. Wenigstens, das ist nur ein KP. Ma. Wie gesagt, guck in die Wasseroberfläche bei einer Spiegelung und bedrohe dich selbst. Dankeschön. So, du bohrst ihn ab auf und du zerschneidest ihn. Sie. Was auch immer. Izzy ist. Die Izzy. Wambu. Ja, genau.
Stirb, 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 stirb. Na. Toll. Hey, Deckel! Deckel bei mir die Fass! Nein! Oh, hey, es lebt noch! Hehe. Hey, hör auf, an den Folien zu treten! Hey, nein, 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 nein! Oh, puh! Oh Gott! Es sieht etwas blöd aus. Wie viele Pokémon hatten die nochmal? Was denn? Ach, da kommen die gar nicht mehr. Den kann ich nicht besiegen. Stirb! Bitte schön. Bitte, dankeschön. Was auch immer. Ich kann mir selbst nicht folgen. Soll ich mir Sorgen machen? Ich glaube schon. Uff. Ich hoffe, ich habe genug Heile dabei. Du und deine Pokémon gewinnen durch gegenseitige Hilfe an Stärke. Deine Pokémon und du bilden ein tolles Team. Pokémon, ich und die Teams. So, Beute. Medizintrank, Kämpfer, Supertrank, Kugelmilch habe ich noch eins. Wow. Oh, toll! Wovon habe ich denn am meisten? Schaffer? Nee, das ist kampfunfähig, ja. Supertrank, ja, toll. Tränke habe ich am meisten! Das ist doch toll! Na gut, nehme ich das für ein Folion. Ich sollte mir wohl welche kaufen, schätze ich mal. So, Kugelmilch. Die fast, wer kann, sie kann sehen, wo sie bleibt. So. So sieht das schon, doch schon besser aus. Dann, falls mal ein Doppelkampf kommt, tausche ich sie wohl mal besser aus. Auch mit Manapi. Kann ja ein bisschen mehr ein Gemetzel haben. Und kommt der Ausgang! Ich bin dann noch fast ganz oben. Und nicht. Nee. Bitte sag mir, dass es hier einen anderen Ausgang gibt und dass ich nicht wieder zurücklaufen muss. Das wäre sehr nett und würde eine kommende Explosion vermeiden. Hm. Ich glaube, ich darf wieder zurücklaufen. Oh ja, wie schön, ich darf wieder zurücklaufen, wie ich es liebe. Okay, das war doch ein schlechtes Zeichen. Wieso habe ich keinen Orientierungssinn oder ein gutes Gedächtnis? Das ist doch scheiße. Und dann wieder hoch und wieder zurück. Wie ich es liebe. So, sehr. Ich glaube, ich würde mal einen Typen nach hinten fahren, richtig, oder? Es sah auf jeden Fall richtig aus, denke ich. Da rein. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Oder Tage. Oder Wochen. Monate. Okay, Jahre doch nicht, aber Monate kommen schon ganz nah ran. Ich fasse zusammen, es kann noch dauern. Sehr lange. Oh, ups. Sackgasse. Ich hasse ja, dass die so langsam sind. So gähnend langsam. Und wieder hoch. Wieder hier entlang schwimmen. Ich hoffe mal, wir hätten jetzt wirklich weiter, sonst weiß ich nicht mehr, wo ich lang soll. Das finde ich dann nicht schön. so, und dann noch hier hin. Okay, das ist die Treppe. Ne, ne, gehst du da hoch. Gehorche. Und dann kann ich den Typen rausfinden. Das seht ihr beim nächsten Part. Also, danke fürs Angucken.